Hi und herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Freitag, 9.07 Uhr. Emergency Reception. Und wir spielen Madison Page. John Shepard starb vor 30 Jahren. Ich hoffe, seine Mutter kennt die Antworten zu diesem Rätsel. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. Wie sie immer gleich Bescheid weiß, ne? Das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer. Sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen. Bestimmt. Zimmer 19 am Ende des Gangs. Danke. Na, haben wir aber Glück, dass die Alzheimer hat. In dem Sinne, weil wir dann ausgeben können, dass wir zur Familie überhaupt gehören. Mit Alzheimer-Patienten ist es nicht immer leicht. Ich weiß das aus Bekanntenkreis bzw. aus Familienkreis. Das ist wirklich nicht immer so schön. Aber naja, so ist das immer. Ist sie das vielleicht sogar? Ich weiß, es ist eigentlich eine andere Zimmernummer. Aber nee, die kann man nicht ansprechen. Zimmer 17 war das, ne? Ich denke doch mal. So, das müsste ja hier sein. Hoppala. Oder doch 14? Also. Ja, das ist mir auch ein bisschen peinlich, aber welche Zimmernummer waren das? Zimmer. Ich suche Zimmer 19. Ah, wir sollten doch mal, glaube ich, in die Richtung gehen. Ja, das ist immer der Nachteil, wenn man ein Kurzzeitgedächtnis hat, wie so ein Sieb. Das müsste auch 19 sein, oder nicht? Nee, ist... Oh, Alter! Ihr habt eine Aufgabe, es richtig zu beschriften, und ihr verkackt. Naja, aber danach. Teil wird auch sein. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepard, ich. Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier. Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard, Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich hab gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Oh. Da kickt das Alzheimer. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Ihr einer Sohn hieß John und er hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Ja, der Alzheimer kickt. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepard. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt?
Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Nee, das stimmt. Eigentlich nicht. Mrs. Shepherd, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Oh Mann. Das Traurige ist, es ist nicht mal mehr übertrieben, es ist wirklich teilweise echt so hart. Wissen Sie noch, es ist sogar teilweise noch härter. Sie ist sogar noch. Sie ist ganz schön glimpflich betroffen. Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es. Ich arbeite hier im Krankenhaus und. Ja, wir haben auch heute jetzt einen Patienten dazu bekommen, der ist sogar so schlimm befallen, dass er kaum noch redet, sondern halt einfach nur stammelt. Und das ist nicht schön mit anzusehen. Aber es ist nun mal so. Kommen wir jetzt zu der alten da. Zu der etwas älteren Dame, sag ich mal. Kann man hier irgendwas machen? Außer mit der Hüfte wackeln übertrieben. Ist mal ohne Scheiß, welche Frau geht so? Keine Frau geht so! Oh, Origami. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Boah, warte mal. Bist du da nicht drin stehen, wem das gehört? Das ist interessant auf jeden Fall. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Ist mal ohne Scheiß, das kann doch nicht so schwer sein. Safe ist es doch eh hier, bestimmt. Entweder Hund oder Hummingbird. Ich mache jetzt den. Kann nicht wahr sein hier. So, zack. 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 Und nochmal rüber. Ich mag Origami. Das ist aber meine Lieblingsfigur. Was? Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Willst du mich verarschen? Sag doch, das ist der Hund. Ich wusste, es ist der Hund. Ich wusste es von Anfang an. Mann. So ein dummer Hund hier. So, nochmal. Kann nicht wahr sein. Vor allen Dingen, es kann nicht so schwer sein. Sie können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Ja, aber warum?
Hieß der Hund, hieß denn der Dings so, der Bruder? Sie bekommen nicht oft Blumen, Mrs. Shepherd. Nein, aber ich liebe sie. Mein Sohn weiß, dass ich sie liebe. Er wird mir welche bringen. Also wir wissen auf jeden Fall, dass es John ist, John Shepard, aber... Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind Sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Das stimmt. Das ist wahr. Diese Frau ist vielleicht die Mutter des Origami-Killers. Ich muss irgendwie ihr Gedächtnis anregen. Es dauert Tage, den Namen der Adoptiveltern ihres Sohnes herauszufinden. Sean Maas wäre bis dahin tot. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Ihr Gedächtnis kommt zurück. Jetzt nicht aufhören, erinnere dich. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Sicher. Okay, was will man mit der irgendwie noch mal reden? Nein, okay. Aber kann man das Buch nicht irgendwie mitnehmen, so als Anhaltspunkt oder so? Keine Ahnung. Ah, da war der Stopp, 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 da war noch was. So, ja, gut, die Machen Sie Jürgen. diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, Ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Meinen Johnny. Ja, aber und sie erinnert sich halt daran nicht, weil wie ist der, wann ist er gestorben? Also wirklich extrem früh, deswegen. Wohl, warte mal, stopp. Im Badezimmer war noch was. Sie mich verarschen, die hat sich wirklich nur angeguckt, das ist das Einzige, was man da machen konnte. Ernst jetzt? Also bitte. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Ja, und jetzt? Einfach rausgehen oder was? Weil. Wir können vielleicht die Schwester mal ein bisschen fragen. Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Ich suche den zweiten Sohn. Er wurde zur Adoption freigegeben. Er hat wohl einen anderen Namen. Gibt es vielleicht irgendwelche amtlichen Unterlagen von Mrs. Shepherd? Nein, da gibt es nichts. Nichts über die Familie. Wenn ihr Sohn adoptiert wurde, dann ist sie die Einzige, die es wissen könnte. Na toll. Manchmal
Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Ja, aber was denn? Was? Ah, Mann. Okay. Was ist, wenn die Blumen... Das macht doch keinen Sinn, dass sie wirklich wegen einer Blume dann auf einmal alles wieder weiß. Das ist doch Quatsch. Oder vielleicht auch nicht. Okay, sie sagt nichts dazu. Eine schöne Orchidee. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Ah, jetzt auf einmal Söhne. Wir pflanzten sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Das stimmt. Ich muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Hatte aber nicht. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Alter, rede! Wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Ich habe irgendwie Schiss gerade. Was will sie? Und? Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Warum kann das nicht mal einer sagen? Wer ist der Killer, verfickte Scheiße? Entschuldigung. Entschuldigung, das muss ich anscheinend rauscutten oder auch nicht, man weiß es nicht. Wer ist es? Mann, wer ist es? Es kann doch nicht so schwer sein, nun sag doch mal. Ey, man sitzt hier wirklich davor, die letzten Buchstaben. 961 Rainbow. Freitag, 18.24 Uhr. Geht dem Ende zu. Hoffentlich. Warum ist hier eigentlich alles rot? Schon irgendwie ekelhaft. Alter. Alter, das ist doch irgendeine kranke Scheiße jetzt. Sorry, aber... Nee. Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet sie in exakt 60 Minuten. Wenn sie es trinken, erhalten sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Wie unfair ist das denn? Ich muss es nehmen. Weil das ist mein Sohn. Er ist noch so jung, er hat noch alles vor sich. Und er ist Familienvater. Für seine Kinder würde man alles tun. Ganz einfach.
Alter, das ist so gemein. Nun sag. Die letzten Buchstaben sind jetzt auf Ihrem Telefon. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Mhm. Dein Dad kommt und holt dich. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, es sterben beide. Weil er hat es jetzt getrunken und wie soll er das da aufkriegen, dass er nicht ertrinkt? Alter. Mann, was ist denn das? Oh Mann, ey, das ist so spannend gerade, ohne Scheiß. Das foppt mich gerade richtig. Freitag, 18.30 Uhr. Nur noch Stunden, um Sean Mars zu retten. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Genau hier vor meiner Nase. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Das ist so geil, wenn er lacht, wenn er schreit. Haben Sie schon gepackt? Oh, er soll die Klappe halten, echt. Was reden Sie da? Ich hasse so Augente. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Nein, ist es nicht. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Ich will es auch noch wissen, wer es wird. Blake, Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Vielleicht war es auch Blake. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich habe den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Das kann doch nicht sein. Ist mir aufgefallen, dass es immer nur bei Stress passiert, also wirklich bei Stress und Aggressionen passiert, so eine Scheiße. Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden, und zwar bevor es zu spät ist. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Okay. So, dann zeig mal her. Akte. Bam. Origamika. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Ja. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Würde zu Blake passen. Ruhig und entschlossen. Würde aber auch zu allen anderen Charakteren passen. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Hier.
Halt ein sehr großes Radius, ne? Okay. Aktenhinweise. Komm, weitermachen. Wir müssen es finden. Komm, Hinweise. Was gibt's für Hinweise? Analysieren. AI war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Vielleicht ist irgendetwas drauf. Oh, cool. Das kann aber nicht Blake sein. Das ist so klobig, die Figur. Analysieren. Das Schwert war schon in Pacos Büro. Hat nichts mit dem Killer zu tun. Okay, zurückspulen. Die Waffe, die der Mörder im Blue Lagoon gelassen hat, vielleicht lässt sich ihre Geschichte zurückverfolgen. Vor 5 Jahren von der Polizei beschlagnahmt. Die Waffe sollte noch bei der Polizei sein. Wer könnte sie rausgeholt haben? Außer einem Cop. Okay. Aber es kann nicht zu Blake passen irgendwie. Das einzige, was mir. Quittungen von derselben Tankstelle. Könnte in der Nähe der Wohnung des Killers sein. Der einzige, der mir einfallen würde, wäre Scott Shelby, aber Scott Shelby ist nicht möglich, da er ja selber überrascht wurde von dem Mord gegen diesen Typen. Killer wohnt in diesem Bereich. 342 Menschen leben dort. Es reicht nicht. Ich muss etwas finden, um den Killer genau zu identifizieren. Ja, das ist aber schon mal etwas, ne? Also. Also wir wissen jetzt ungefähr, wo er ja wohnt. So. Sieht so aus, als wäre der Killer ein Cop. Carter Blake. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sackgasse und Ethan Mars der Hauptverdächtige. Wir können ihn nicht einfach so beschuldigen, das geht nicht. Es ist wirklich. Ihm gehört ein Lagerhaus in den Docks. Wenn ich mich irre, ist Sean Mars tot. Ist es wirklich Blake? Wirklich? Es wäre zu leicht, wenn es Blake wäre. Es wäre viel zu leicht, wenn es jetzt auf einmal Blake wäre.
Oh, was? Sean? Was? Ah, nee, ist nicht Sean. Ist hier. Ich hol Hilfe. Halt durch. Los, beeil dich. Das war hier. Mamas Arbeit ist zu weit weg. Ich schaffe das nicht rechtzeitig. Ich muss schnell Hilfe holen. John ertrinkt. John ertrinkt. Dad, ich muss Dad holen. Nur er kann John noch retten. Los, schnell. Ja, aber wo ist der denn? Ah. Oha. Jetzt wirst du erstmal verprügelt dafür wahrscheinlich. Komm, Dad. Ah, was ist denn? Dad, Dad, komm schnell! John steckt in einem Rohr! Ah, er trinkt! Verschwinde, du Nervensäge! Das ist Schwur! Du musst kommen, Dad! Na los, John stirb! John stirb! Bitte! Ja, dann hätten wir ein Maul weniger zu stopfen, oder? Ja, natürlich! Oh, bitte, Dad, komm, ich bitte dich! John stirb! John stirb, Dad! Was bitte! Was hab ich gesagt? Ah, toll, ey, was für ein Vater, bitte. Echt! Er will nicht, ey, wenn ich das höre, echt. Mein Kind. Bitte, sag es nicht, Scott. Warte mal, Scotty. Warte mal, Scotty. Na gut, er heißt ja auch Scott Shelby, ne? Also. Ich dachte, Scott Shepard, oder? Oder ist es Scott Shelby? Aber geht nicht. Nein.